Ja, alle, die schon einen Segway Navimo zu Hause haben, die werden das Problem kennen mit der Hitze. Vielleicht nicht so sehr mit dem Regen, aber den UV-Strahlen. Und genau um das Thema geht es jetzt bei mir in diesem Video. Und zwar um diese Garage, extra konzipiert für die Segway Navimo Modelle. Das heißt, die passen bei den Segway Navimos uneingeschränkt mit dem Abstand und auch der Höhe. Das ist absolut hier passend gemacht und ausgeschnitten. Und ja, die gibt es in verschiedenen Farben. Jetzt momentan diese Version in Orange-Grau. Die habe ich hier und zwar mit dem schönen Orange von den Rädern und den Stoßfänger vorne. Die gibt es aber auch noch in Grau-Schwarz. Also da sind die Geschmäcker verschieden. Deswegen diese zwei unterschiedlichen Farben. Zu der UVP von 199,99 brauche ich nicht viel sagen. Das ist natürlich ein stolzer Preis, wenn man sich überlegt, was der Roboter an sich schon kostet. Aber man hat natürlich auch einige Vorteile und auf die wollen wir jetzt mal eingehen. Also mir fällt hier zum ersten ein der Witterungsschutz. Natürlich darf man nicht vergessen, der Navimo, der hat hier IP66, der ist staubdicht und er ist geschützt vor starkem Strahlwasser. Also hier kann nichts ins Innere reinkommen. Auch diese Anbauteile sind ja dementsprechend geschützt. Aber man hat hin und wieder die stürmischen Tage. Die waren auch bei mir die letzten Tage bzw. Wochen. Und da kommt vielleicht auch hin und wieder mal ein Ast runter oder es fliegt was durch die Gegend und das wird dann hier durch dieses Dach, ich zeige euch mal den Klappmechanismus, wird das natürlich geschützt. Wir haben hier links und rechts Flügelschrauben. Ich habe das jetzt extra für das Video mal nicht festgedreht, damit wir hier diese Funktion uns anschauen können. Man kann nämlich tatsächlich dann auch hier verschiedene Sachen vornehmen, wenn man einfach mal was sauber machen möchte oder möchte hier manuell starten, da kann man einfach das Dach hochklappen. Das finde ich eine tolle Sache. Kommen wir zu dem zweiten Vorteil. Den habe ich natürlich auch jetzt mit meiner Kamera und ich hoffe, dass das dann hier weiterhin klappt, nämlich die UV-Strahlen und auch die Hitze. Bei der UV-Strahlung ist das ja so, dass hier eine Gelbtonbildung auf Kunststoffen stattfindet. Das ist ja ganz normal. Dann haben wir ein Auswaschen von gefärbten Kunststoffen. Wir haben hier ja Rot und hier Orange. Also das dürfte dann, wenn man den Navimo logischerweise über mehrere Jahre benutzt, dürfte das dann auch Probleme geben. Dann haben wir ein Ausbleichen der Oberfläche und Spannungsrissbildung. Also wer generell Kunststoffe auf der Terrasse hat oder im Garten, der wird das wissen und wird das auch sehen, dass hier, wenn das bestrahlt wird von den UV-Strahlen, dass das dann mit der Zeit Probleme gibt. Ja, und die Hitze, da haben wir natürlich ein ganz großes Problem. Wir haben ja hier unseren Akku drin und der soll ja auch langlebig bleiben. Und wir haben hier bei einer Hitze, wenn die dauerhaft hier auf diesen Akku trifft, der ist ja hier unten verbaut, das verkürzt einfach die Lebensdauer der Batterie. Und ich zeige euch auch demnächst, was der Navimo im Standby verbraucht. Das ist auch nicht wenig. Ich habe so ein Plug-in in die Steckdose reingemacht. Da kann man genau die Kilowattstunden sehen und das gibt es demnächst hier auf meinem Kanal. Also wen das interessiert, gerne abonnieren mit Glocke. Da verpasst ihr nicht, wenn das Video online geht. Jetzt haben wir einfach mal geschaut, was für Vorteile so eine Haube bringt, so eine Garage. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Installation ein. Denn die finde ich persönlich für, ja, dass man das selber machen kann, richtig einfach. Also wir haben hier eine Bedienungsanleitung, die ist sehr einfach detailliert, bebildert, Schritt für Schritt, 1, 2, 3, 4. Und da wissen wir ganz genau, wo die Schrauben hin müssen. Und zwar gibt es kurze Schrauben, es gibt lange Schrauben, es gibt dann noch die Unterlegscheiben, die kommen hier unten auf diese Schwenkvorrichtung drauf. Und ja, das geht richtig einfach. Ich muss dazu sagen, ich habe ja währenddessen noch ein paar Videoaufnahmen gemacht und da war das so in 15 Minuten war das auch durch. Also man montiert erst mit dem Dach hier die seitlichen, jetzt in meinem Fall diese orangenen Flügel und dann hat man hinten die Haube, die praktisch die Sonne von der Rückseite her abschirmt und ganz zum Schluss muss man einfach noch die Auflagen, die dann später mit diesen vier Bodenankern versehen wird, die muss man dann noch dran machen. Und da ist die einzige Besonderheit, dass die Unterlegscheiben praktisch in die Mitte kommen. Also nicht auf die Flügelseite und nicht auf die
Inbusseite, auf die Schraubenseite, sondern genau dazwischen. Aber das ist, wie gesagt, alles gut bebildert und richtig gut erklärt. Dann hat man zum Schluss einfach nur das Ausrichten. Ich habe dann die komplette Haube festgedreht, also in dem Fall so, habe ich die über mein Navimo drüber gestülpt und bin dann vorne, ja, wo diese LEDs, diese große, bin ich dann komplett bis nach vorne vorgedrungen und habe dann erstmal vorfixiert. Und ja, dann zum Schluss kommen einfach nur noch, da kann man auch hier diese Öffnung benutzen, kommen einfach nur diese Bodenanker hier rein. Das sind richtig lange Teile und die kann man mit einem Hammer, ich hatte erst gedacht, ich brauche einen Gummihammer, aber das ging auch mit einem normalen, kann man die hier reintreiben in den Boden. Ja, der Hund ist jetzt im Haus, ihr werdet das wahrscheinlich gehört haben, da ist ein anderer vorbeigelaufen. Das kommt, wenn man draußen Videos macht, hin und wieder mal vor. Ansonsten kann ich noch zur Garage sagen, aus was für Material die besteht. Und das ist ganz interessant und auch richtig clever gemacht, weil ihr seht das. Bei mir ist da vorne, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das Navimo-Zeichen bzw. das Segway-Zeichen an der Station auf grün. Genauso hier bei meinem EFLS-System direkt am Navimo. Und das ist dauerhaft so. Also auch wenn die Haube unten ist, denn diese Oberfläche hier besteht aus ABS-Kunststoff. Und das hat einfach eine bessere Signaldurchlässigkeit im Vergleich zu Metall. Natürlich muss man da aufpassen, wenn da was Schweres drauf fällt. Das ist natürlich auch dem dann die Grenzen gesetzt. Aber man kann das hier auch ganz leicht abwischen, wenn da hier Staub drauf ist. Oder da werdet ihr wahrscheinlich dann sehr oft im Sommer auch so ein bisschen Pollenabrieb drauf haben. Aber hier auch mit einem Glasreiniger und einem Tuch. Ich denke mal, das geht alles und bleibt sauber. Dann haben wir noch Verbundaluminium und die Schrauben und Muttern aus Edelstahl. Das ist natürlich dann richtig gut, damit wir hier keinen Flugrost haben, keine Oxidation. Ja, die Schrauben sind aus Edelstahl und ja, das ist eigentlich auch vom Hauswerkzeug hier. Da muss man nicht großartig suchen. Das ist Inbus und das ist, glaube ich, ein 9er oder ein 10er. Schlüssel zum Gegenhalten der Muttern. Also das ist keine große Sache. Somit bin ich jetzt noch in der Testphase. Ich habe die jetzt seit einigen Tagen hier dran und bin wirklich begeistert. Ich hatte auch schon ordentlich Regen und habe gemerkt, dass der einfach richtig gut wegfährt und er fährt auch richtig einfach wieder drauf. Also er hat keine Probleme, dass er hier durch dieses Dach oder durch dieses Metall Signalstörungen hat. Da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung am Anfang, weil ja links und rechts hier Metall ist. Aber ich habe die EFLS-Antenne ja schon aufs Dach gesetzt und das empfehle ich auch jedem, denn alles steht und fällt sozusagen mit einer korrekten Installation. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr es richtig machen sollt, dann habe ich euch auch weiter unten in der Beschreibung jemand verlinkt. Da könnt ihr euch eine erste Beratung einholen. Ist das überhaupt was für euch, das Modell? Da kommt es auch ein bisschen aufs Grundstück drauf an. Ansonsten gibt es bei dem genannten Hersteller noch einen Mega-Deal und der geht noch bis Ende August. Und zwar gibt es den H1500E, so wie er jetzt hier steht, und auch den H3000E inklusive Garage zum gleichen Preis. Das ist natürlich ein tolles Angebot. Das ist zwischen 7 und 8%, wenn man das umrechnet, und gebt ihr den Code Gratismesser ein beim Bestellen online oder sagt das über die Beratung Gratismesser. Da erhaltet ihr noch 30 Ersatzklingen. Und zwar sind das die hier, www.mähroboterwelt.de, und das sind Long Lifetime Titan Klingen. Und ja, die bekommt ihr einfach noch gratis mit oben drauf. Und ich denke, das ist ein gutes Set-Angebot. Das ist, wie beschrieben, ein Mega-Deal. Falls ihr dann tatsächlich so ein Navimo haben möchtet, dann hat man die Garage mit dabei. Ja, wie gesagt, auf dem Kanal gibt es öfters was bezüglich Segway Navimo. Ich werde euch auch einen Langzeitbericht von dieser Garage hier präsentieren. Jetzt machen wir mal die Flügelschrauben wieder fest, damit die sitzen. Und ihr seht, wie einfach das geht. Einfach auf der einen Seite festgeschraubt. Und dann auf der anderen Seite festgeschraubt. Und dann bewegt die sich auch nicht. Und euer Navimo ist gut geschützt. Ja, dann bedanke ich mich für die, fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt bezüglich der Garage oder auch dem Segway Navimo, schreibt das einfach unten in die Kommentare rein. Ich versuche da zeitnah zu antworten. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.